Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Nintendo Switch. Seit der letzten Folge ist schon mal wieder einiges passiert und zwar ist die letzte Folge mir abgekackt. Ich habe eine korrupte File gehabt und mein Video kann ich weder reparieren noch kann ich es hochladen. Ich kann damit leider gar nichts anfangen. Normalerweise nimmt YouTube alles, man kann es versuchen hochzuladen, dann ist da vielleicht ein, zwei Fehler drin, aber die Datei funktioniert einfach gar nicht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ist auch nicht so weit so schlimm, also ist schon nervig, aber ist nicht so schlimm. Allerdings habt ihr dann einiges verpasst. Also das Dämonen-Titanit haben wir bekommen, weil wir den Dämonen besiegt haben da hinten. Das habe ich erreicht und bin auch schon zum Endgegner gekommen. Dieser Endboss ist ein großer Baum, nennt sich Chaoswesen. Und den habe ich natürlich nicht besiegt, sonst würde ich ja nicht hier sein. Und habe beim Wiederhinlaufen alle meine Seelen verloren. Was 100.000 Seelen waren, die sind wirklich alle futsch. Weil ich ganz blöde gestorben bin. Ja, jetzt können wir aber nicht mehr so viel machen. Nicht hinterher weinen, einfach weitermachen. Dieser Baum besteht aus einem riesen Baum in der Mitte und links und rechts hat es Wurzeln. Ich konnte denn rechts eine Wurzel irgendwie kaputt hauen. Das ist, glaube ich, das Ziel. So, haben wir kaputt gehauen. Und dann hat es auf der linken Seite auch noch was. Da bin ich ja leider nicht ganz hingekommen, bin gestorben. Und beim zweiten Mal bin ich gestorben, weil ich in ein Loch gefallen bin. Was wirklich sehr ärgerlich war, weil dann alle Seelen weg waren. So, das wisst ihr jetzt. Und mit dem Wissen gehen wir jetzt hier rein und machen wieder links und rechts die beiden Sachen zerstören. Und ja, und dann mal sehen, was passiert, weil weiß ich noch nicht. Also es kommt eine Zwischenszene, wenn man ein Ding kaputt macht. Was dann aber als zweites kommt, weiß ich nicht, weil bis zur zweiten Seite bin ich nicht gekommen. So. Bam. Bam. So, da ist das Wesen. Oh, da ist das Rechte ja schon zerstört worden. Das ist natürlich sehr gut. Das wusste ich jetzt nicht, dass das auch geht. Ich verstecke mich mal hier hinter dem Baum. Da hat nämlich so eine riesengroße Sichel bekommen, wie man sieht. Und diese Sichel, die haut ganz gut Schaden raus. Deswegen, und seht ihr diese Löcher im Baum? Die macht er, diese Löcher am Boden, die macht er halt. Ich warte mal kurz ab, wohin er haut. Und dann laufen wir zum nächsten Baum. So habe ich das letzte Mal versucht, das klappte ganz gut. Man muss aber wissen, dass man hier wirklich sich so weich schlängeln muss. Und seht ihr, da hinten liegen meine Sachen. Da sind allerdings keine Seelen drin, also auch nur 5.000 oder 6.000 Seelen, weil das war der zweite Anlauf. So, warten wir mal kurz. Er haut auch mit seiner Peitsche so ein bisschen. So, jetzt laufen wir weiter hier. Oh. Ah, da komme ich gar nicht durch. Scheiße. Ein Sprung. Hier ist eins. Oh, guck mal. Bin ich auch letztes Mal gestorben. Scheiße aufs Einsammeln. Wir hauen uns hier durch. Okay, das Ding haben wir jetzt auch zerstört. Versuchen wir gleich einzusammeln. Und was jetzt passiert, das wäre schon noch größer und gefährlicher. Er mag es nicht. Oh, ist da noch so ein Ding? War mir schon irgendwie bewusst. Eigentlich haben wir die Dinger befreit, kann das sein? Was sehr dumm ist eigentlich. Okay. Oh, Mist, 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 Mist. Heilen, 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 heilen. Heilen nochmal. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, da über die Löcher zu kommen. Oh. Das ist auch nervig. Versuchen wir zu laufen hier. Hier kann man auf jeden Fall längs laufen. Und ich würde mich glatt nochmal hinter so einem Baum verstecken, wenn das irgendwie möglich ist. Ah. So, wir trinken schnell was hier. Wenn man mit zwei Dingern mich auch nicht hier treffen kann, das wäre natürlich super. So, was wir jetzt genau machen müssen, weiß ich gar nicht. Ob wir jetzt sein Bart zerstören können da vorne, dieses Holzbart-Ding. Oder da ist auch noch so ein Geäst in der Mitte, vielleicht muss man das auch zerstören, ich weiß es nicht. Das Ärgerliche ist natürlich, dass ich hier jetzt gar nicht so viel machen kann, aber wir rennen mal in die Mitte und versuchen ihn irgendwie zu killen. Schild voraus. Und los geht's. Ah, okay. Oh. Dann wieder hinter dem Baum. Gehen wir noch hin. Oh. Okay, wie man sieht. Na okay, wir können trotzdem hinkommen. Da ist so ein Geäst auf dem Boden, was ich sehe. Wir warten mal ab, wie er jetzt haut. Haut gar nicht. Er wartet auf mich. So eine Sau. Da. Und da. So, wir rennen mal los. Oh. Oh! Ich dachte, ich könnte da irgendwie reinkommen. Versuchen wir nochmal.
Oh! Das ist natürlich ein bisschen viel. Oh nein! Ich glaube, man kann auf den Baum rauf. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich finde es sehr, sehr nervig, diesen Boss, muss ich sagen. Die Animationen sind auch nicht gerade so die weltbewegend hier von ihm, ne? Naja. So, da sind unsere Sachen, aber die interessieren uns jetzt noch gar nicht. Wir laufen jetzt direkt drauf zu, glaube ich. Okay, wer hätte ich gern gemacht? Sollen wir hinter dem Baum mal stehen? Oh, das ist echt schwierig. Boah. Bringt noch was? Schnell hier zur Seite. Also. Da haben sie beide gehauen. Und dann diese Baumpeitschen kommen ja leider immer etwas spät. Deswegen versuchen wir es mal so. Er hebt die da nicht. Ich dachte, er würde die... Ach, jetzt macht er es einmal. Peitsche, Peitsche. Dann können wir loslaufen, glaube ich. Oh. Nein, schon wieder daneben. Das gibt's doch gar nicht. Okay, also. Oh Mist. Das ist echt. Das gibt's nicht! So. Ich glaube, ich renne mal zum anderen Baum, habe ich vielleicht eine bessere Optik. Oder auch nicht. Dann doch wieder zu dem Baum. Wenn seine Arme nicht wären, ne? Oh. Alter, schau es an. Und gleich schon wieder hier fast das ganze Leben weggemacht. Ich heile mich nochmal, aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Taktik, sich zu rollen, wenn die beiden kommen. Wir warten nochmal ganz kurz ab, bis die ihre Dinger hauen da. Ah, Mist. Das ist natürlich dumm. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Mist, er kriegt mich immer mit der zweiten Peitsche. Dieser Assi. Aber er trifft mich jetzt nicht mit seinem Feuer. Anscheinend nicht. So, soll er mal dem anderen kommen nochmal? Okay, so, wir gucken jetzt mal, ob wir es hinkriegen. Ach, aber okay. Jetzt weiß ich aber, wo ich hin muss. Ah, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Oh, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. So. Also, weiter rechts müssen wir abspringen, auf jeden Fall. Okay. Oh nein, nein, nein! Das ist doch nicht euer Ernst, ey. Ganz im Ernst. Oh, jetzt habe ich es gerade geschafft und dann rutsche ich da runter. Ey. Okay.
Oh! Das Fickteil, echt, ganz im Ernst. So, der nächste Versuch. Ah, der trifft mich jedes Mal mit dem zweiten. Das ist doch nicht normal. Ich habe kein gutes Timing. So, noch einmal. Ich glaube, der zweite ist aber, weil er so langsam ist, der zweite. Deswegen bin ich immer so ein bisschen... Nochmal. Ja. Ah, haben wir auch sehen können. Okay, jetzt bin ich ein bisschen gearscht. Mal kurz mal hier, trink noch was. Und noch mal was. Und mittendurch. So. Und hier hoch. Los! Da rein. Oh nein! Irgendwas. Oh. Geht doch nicht durch irgendwie. Oh. Hat er mich echt da drin getötet, ey, so ein Scheiß. Habe ich es endlich mal geschafft? So, sind wir schon wieder da. Jetzt versuchen wir nochmal reinzukommen da. Ich finde das wirklich schwer. So. Anderes Schwert ist, glaube ich, zu langsam gewesen, deswegen habe ich jetzt das hier genommen. Und was immer das ist, wir hauen uns tot. Super! Endlich geschafft, nach 3 Millionen Anläufen. Alter Schwede. Eine Menschlichkeit, ja danke. Ganz im Ernst? Leuchtfeuer entzünden. Gerne. Aber wie frech ist denn das hier, ey? Wie frech ist denn bitte dieses Level? Beziehungsweise dieses Scheißviech. Ganz im Ernst. Kann ich nicht gutheißen. Kann ich einfach nicht gutheißen. Gut. Habe lange dafür gebraucht. Ich hoffe, es hat euch gestört, dass ich alles zusammengeschnitten habe, weil das wäre sonst echt zu lange gedauert. Hätte zu lange gedauert. So, da gehen wir ja nur drauf da unten. Jetzt können wir, glaube ich, zurück zum... zum Feuerwandschrein vielleicht. Macht das am meisten Sinn. Genau, aber ich glaube, ich mache mir einmal menschlich vor. Ein paar Menschlichkeiten habe ich, glaube ich, noch. Da. Huch. So. Bäm. Was für ein Umkehren. Genau. Und, ups. Und dann reisen wir. Können wir von hier aus teleportieren? Gut, im Feuerwandschrein. Super. Ja, sehr gut gemeistert. Hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie Spaß gemacht zuzugucken. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.